zusammen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Disney Haul vom, ich glaube, das war letztes Jahr, wo ich den Dumbo gekauft habe, oder? Auf jeden Fall sitzt er immer noch bei Hannah mit im Bett und den liebt sie heiß und innig. Genauso wie ihren Regenschirm. Ich weiß nicht, wer das Video nicht kennt, der kann ja gerne nochmal reinklicken. Ich verlinke es euch. Auf jeden Fall habe ich gar nicht so auf der Seite weiter geguckt und dann kriegte ich plötzlich abends eine Nachricht von Lisa. Vielen Dank nochmal, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast und ich wieder Geld ausgegeben habe. Nee, aber wirklich. Also ich bin froh, dass ich das jetzt hier liegen habe, was ich hier habe, was ihr sicherlich schon im Thumbnail gesehen habt. Und zwar gab es nämlich eine, ach guck mal, da seht ihr schon, eine Aktion. Wer ein Kuscheltier kauft, kriegt das zweite Kuscheltier für 1 Euro dazu. Und das ging aber nur um, nicht um kleine Kuscheltiere, das mussten diese mit, ich weiß nicht, 30 cm oder 40 cm Größe sein. So, und da habe ich geguckt und Hannah hat ja eine Mickey Maus und eine Minnie Maus und sie liebt ja Mickey Maus Wunderhaus, das guckt sie total gerne und sie mag auch Donald total gerne. Und dann habe ich Donald mitgenommen. Ist er nicht süß? Und die sind so weich. Also sie sind wirklich super kuschelig weich. Also es ist schon echt, man merkt echt einen Unterschied zu so Billigkuscheltieren. Auch, dass hier irgendwie keine diese Fusseln irgendwie rauskommen oder irgendwie sowas. Was musst du jetzt raus? Nee, ich glaube, die spielen bloß. Ja, mach ruhig den Stuhl da vorne kaputt, ist egal. Musst du raus jetzt? Ich muss ihn mal eben rauslassen, nicht, dass er auf Klo muss und dann habe ich hier gleich ein Malheur. So, jetzt ist die Tür auf, die Katze ist trotzdem noch drin. Also, wir waren bei Donald. Ganz kuschelig weich. Hier hängt auch noch der Preis dran. Der stimmt auch, 30,90 Euro. Ja, das ist kein Schnäppchen, aber ich glaube, da hat sie auch ewig was von. Er ist so süß. Und, was hat er da für ein Fussel? Und, weil ich mir dann ja für 1 Euro noch ein zweites Kuscheltier aussuchen konnte, musste natürlich Daisy mit. Guck mal. Twinsies. Und heute das gleiche Oberteil an wir beide. Mhm. Ist sie nicht süß? Guck mal, die beiden. Donald hat hier so einen süßen Puschelschwanz. Daisy ihre kleinen hochhackigen Schüchen. Ah, die sind so süß. Also wenn Hannah sie nicht haben will, behalte ich sie selber. Habe ich kein Problem mit. Okay, die haben sogar unterm Fuß hier beide so ein Disney Store Authentic. Stempel praktisch drunter. Und dann, also praktisch habe ich, 16 Euro pro Ente bezahlt. Und da kann man dann wieder nicht meckern, finde ich. 16 Euro pro Ente ist okay. Für die Top-Qualität und die Größe. Dann habe ich, weil ab 50 Euro ist versandkostenfrei und wie das dann immer so ist, ne, habe ich da noch geguckt. Ich hatte dann noch was gefunden im Angebot, allerdings sagte er immer, das ist vorhanden. Sobald ich dann auf Bezahlen gehen wollte, hieß es, nee, gibt's nicht mehr. Ich denke, ich konnte einfach keine zwei Angebote zusammen in ein Körbchen schmeißen. Von daher musste ich dann was anderes nehmen und habe dann noch einmal einen kleinen Baby Pluto genommen. Der kostet 10,90 Euro. Das ist so ein kleines Beanie Baby, obwohl das Beanie nur bis hier hinten geht. Das hier hinten ist Beanie Baby und hier vorne ist nur ganz normales Kuscheltier. Ich denke, der wird in ihrem Adventskalender landen, vielleicht am 24. oder so, da mache ich ja wieder ein. Und der ist recht leicht, der hat eine gute Größe, den kann ich gut einpacken, der kann gut an den Adventskalender. Und dann habe ich als letztes noch, vielleicht kennen einige noch meinen Glitzy Glam Haul. Der ist ja auch schon Asbach-uralt. Asbach-uralt, glaube ich. Und da habe ich ja auch so diese Becher, die es inzwischen ja auch überall zu kaufen gibt für, ich glaube, 5 Euro oder so. Sie haben gerade ihre 5 Minuten. Gut, dass ihr das nicht sehen könnt. Obwohl ihr wahrscheinlich Spaß daran hättet.
gibt es für 5 Minuten, jetzt bin ich völlig raus, gibt es für 5 Euro diese Becher, die ein Tick größer sind, aber das hier ist halt mit Minimaus. Einmal hier und da und das dreht sich so ein bisschen. Und hier sind Herzchen, die hier rumschwimmen und Glitzer. Schlau, dass ich den gerade abgedreht habe. Dann haben wir hier den Strohhalm, der nicht mal eben so rausrutschen kann, weil der hier unten ein bisschen breiter ist. Und hier oben hängt Minnie Maus. Süß, oder? Das darf bloß nicht in Geschirrspüler. Aber Hannah liebt es, aus diesen Bechern zu trinken, aus den großen. Wir haben dann immer Eiswürfel mit drin. Und dann hat sie da ihre Apfelschorle oder ihr Wasser drin oder was auch immer. Und ja, jetzt hat sie ihren eigenen kleinen Becher mit Minnie Maus, habe ich den Preis gesagt, 8,90 Euro. Naja, aber ist auch ein bisschen mehr dran, ne, als an meinen 5-Euro-Dingern. Richtig süß. Ja, also habe ich schon mal hier 3 Weihnachtsgeschenke. Oder ich weiß nicht, vielleicht kriegt sie auch irgendwas zum Nikolaus. Und das hier ist dann für den Adventskalender. Ja, in 2 Monaten ist es soweit. Also viel Zeit bleibt gar nicht mehr. Und das war mein kleiner Disney-Haul. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Ich glaube, es hackt. Hey, runter da. Ich habe da gerade eben erst gewischt. Sabi.